Guten Tag, ich begrüße alle Freunde der deutschen Sprache. Heute geht es um 5 Homonyme. Was sind Homonyme? Das sind Wörter, die verschiedene Bedeutungen haben, 2 oder mehr. Hier geht es um Schild, Mutter, Strauß, Schloss und Steuer. Ich bin Gisela Darra, Deutschlehrerin und Buchautorin. Wir beginnen mit dem ersten Wort, Mutter. Die Mutter, die Mütter. Eine Frau, die ein Kind geboren hat, ist Mutter. In allen Kulturen ist die Mutter eine respektierte Person. Sie ist das Herzstück der Familie. Die zweite Bedeutung, die Mutter, die Muttern. Ein kleines Stück Metall, in das eine Schraube passt. Es gibt verschiedene Arten von Muttern. Ihnen ist gemeinsam, dass sie eine Schraube aufnehmen können. Rosa ist Mutter von 4 Kindern. Sie findet, dass Muttersein sehr schön ist, aber auch sehr anstrengend. Besonders das Baby Sonja lässt sie nachts nicht schlafen. Trotzdem muss sie am Tag für alle da sein. Zum Glück hilft ihr ihre Mutter und ihr Mann bringt die Schulkinder zur Schule. Komposita zum Wort Mutter, der Muttertag. Der 2. Sonntag im Mai wird zu Ehren der Mütter gefeiert. Das Muttertier. Bei allen Tieren gibt es ja auch Mütter. Die Muttermilch. Die beste Nahrung für das Baby ist die Muttermilch. Der Mutterpass hier im Bild. In ihm stehen wichtige Informationen zur Schwangerschaft. Zur zweiten Bedeutung, die Mutter, die Muttern. Wir haben einen Schrank gekauft. Leider müssen wir ihn noch selbst aufbauen und das ist gar nicht so einfach. Wo sind denn die Muttern? Hier in der Tüte sind sie. Ist das die richtige Größe? Ja, sie passen. Gib mir mal den Schraubenschlüssel. Danke. Wort Nummer 2, Strauß. Der Strauß, die Sträuße, da geht es um Blumen. Blumen werden zu einem Strauß zusammengebunden. So sehen die Blumen noch schöner und bunter aus. Die andere Bedeutung, der Strauß, die Strauße. Dieser Vogel kann nicht fliegen, nur schnell laufen. Er lebt in Afrika und Asien. In Europa wird er in Farmen gehalten. Zu vielen Gelegenheiten schenkt man Blumensträuße. Zum Geburtstag, zur Hochzeit, zum Firmenjubiläum. Zur Beerdigung oder auch zu einer Einladung ist ein Strauß immer ein passendes Geschenk. Meist werden verschiedene Blumen zusammengestellt, um ein besonderes Farbspiel zu erhalten. Wir zeigen mit einem Blumenstrauß Wertschätzung, Trauer, Freude oder Interesse. Blumen machen jedes Fest zu etwas Besonderem. Ein roter Blumenstrauß, hier im Bild, symbolisiert die Liebe. Deshalb schenkt ein Mann seiner Frau oft Rosen. Auf dem Foto seht ihr eine Straußenfarm. Das Fleisch der Strauße schmeckt gut
und ist eine Alternative zu Rind, Schaf oder Schwein. Es ist reich an Eiweiß und enthält wenig Fett. Es ist cholesterinarm. Auch die Straußeneier werden gern gegessen. Sie wiegen ca. 1,6 Kilogramm. Das ist so viel wie 25 Hühnereier. Das nächste Wort ist Schild. Ihr seht auf den Bildern Schilder, die man überall auf der Straße sehen kann. Zum Beispiel das Verkehrsschild, das Namensschild, das Straßenschild. Hier dürfen Sie nicht parken. Sehen Sie nicht das Schild? In der Firma Müller ist heute eine Ausstellung. Alle tragen Namensschilder, damit jeder weiß, mit wem er es zu tun hat. Die zweite Bedeutung von Schild, der Schild, die Schilde. Andere Artikel, andere Pluralform. Der Schild ist eine Platte aus Holz oder Metall, die man verwendet, um sich zu schützen. Im Mittelalter kämpften die Ritter gegeneinander. Sie schützten sich vor den Hieben der Feinde mit ihrem Schild. Das nächste Wort ist Steuer. Das Steuer, die Steuer. Mit dem Steuer kann man die Fahrtrichtung eines Fahrzeugs bestimmen. Ich kann nach rechts lenken oder nach links. Man kann einen PKW, einen Bus oder einen LKW steuern. Die zweite Bedeutung von Steuer, die Steuer, die Steuern. Steuern sind Abgaben, die man an den Staat bezahlt. Hier einige Beispiele. Einkommensteuer, Steuer auf das Geld, das man verdient. Mehrwertsteuer, Steuer auf die Sachen, die man kauft. Das bezahlt jeder, der etwas einkauft. Kfz-Steuer, Steuer für das Auto. Erbschaftssteuer, wenn man erbt von seinen Eltern oder Verwandten. Hundesteuer oder Umsatzsteuer. Steuer, wenn man etwas verkauft oder Geld durch eine Dienstleistung einnimmt. Und es gibt noch viele weitere Arten von Steuern. Das letzte Wort ist Schloss. Das Schloss, die Schlösser. Das war früher der Wohnsitz eines Königs oder Adligen. In Deutschland gibt es zahlreiche Burgen und Schlösser. Die wenigsten sind heute noch von Privatpersonen bewohnt. Man nutzt sie häufig als Museen, Universitäten oder Festsäle. Das Schloss Bellevue, hier im Bild, ist der Amtssitz des Bundespräsidenten. Hier empfängt er ausländische Gäste. Die zweite Bedeutung von Schloss, eine Vorrichtung zum Abschließen von Türen, Truhen oder Fahrrädern. Ihr seht im Bild das Türschloss, das Zahlenschloss, oft für das Fahrrad, das Vorhängeschloss. Das war's für heute. Ihr könnt unseren Kanal beim Wachsen unterstützen durch Liken, Teilen oder Kommentieren. Danke!